Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transport Fever 2 Kampagne, hierbei heißen wir auch Zock. So, da ist er wieder, unser Shinkansen. Und ja, da ist er wieder, unser Bündel an Aufgaben, die wir hier haben. Also, gehen wir das mal nochmal durch. Wir haben schon mal zu viele Weichen. Keine Halt von Züge, das müssen wir einfach laufen lassen. Möglichst wenig Weichen bauen. Wir haben 14 Weichen zu viel. Da müssen wir mal gucken, wo kriegen wir die Weichen weg. Fangen wir mal hier hinten an. Da haben wir keine Weiche. Hier haben wir eine. Die brauchen wir aber irgendwie auch. Das können wir hier abreißen. Das brauchen wir nicht mehr. Das ist die Teststrecke, die wir gemacht haben. Da stand auch noch in den Kommentaren, das hättest du auch einfach haben können. Das habe ich aber auch gesagt, als ich es gebaut habe. Von wegen, ja, dass jetzt das vielleicht ein bisschen umständlich ist. Auf der anderen Seite, wenn man schon Shinkansen-Tests macht, dann muss ich sagen, dann baut man eine Teststrecke. Das macht man nicht auf dem öffentlichen Gleis. Klar, hätte man machen können. Wir haben es so gemacht. Hat ja aber auch geklappt. Und wenn wir gucken, wir haben immer noch 200 Millionen. Also wir sind finanziell relativ gut dastehend. So, das dauert ein Momentchen, bis man das weg hat. Krawaffel, Kraboin, wie das klingt. Und jetzt können wir ein Auto sehen. Mal gucken, wie viele Weichen, dass wir da wegkriegen. Ein paar sind's. Aber ich glaube, sie sind noch nicht genug. Aber jetzt weiß ich auch, warum wir so viele Weichen hatten. Weil eben tatsächlich diese Teststrecke natürlich hier noch war. So, das ist auch eine Weiche, die geht weg. So, das hätten wir, glaube ich, mehr oder weniger alles wieder weg. Dann haben wir hier 15. Das heißt, jetzt fehlen noch 5 Weichen, die wir irgendwie kappen müssen. Und wo wir es irgendwie anders lösen müssen. Hier haben wir nichts, nichts, nichts. Keine Weiche in Sicht, okay. Hier sowieso nicht, der Zug fährt alleine. Der hat ein eigenes Gleis, man sieht es hier mit der behelfsmäßigen Flying Junction. Okay, hier weiter. Wo haben wir denn noch Weichen? Hier geht's rein. Da haben wir eigentlich auch keine Weiche. Hier haben wir eine Weiche vom Depot. Könnte man kappen. Das Depot brauchen wir im Moment nicht. Weil wir können nicht einfach irgendwo Weichen kappen. Weil die haben wir ja auch mit einem gewissen Grund oder aus einem gewissen Grund gebaut. Hier haben wir noch eine Weiche. Ist das tatsächlich zweigleisig nötig hier? Eigentlich nicht. Hier fährt nur ein Zug. Zumindest im Moment. Sehe ich das richtig? Das ist nicht der Bus Nagoya. Nein. Das ist... Na, wo ist denn die Linie? Das Auge nochmal hier. Na, Fischstabilität. Bist du das? Wahrscheinlich ja. Ich kann natürlich auch einmal auf den Zug klicken. Dann finde ich es auch raus. Fischstabilität. Wie viele Fahrzeuge haben wir hier? Jetzt sieht man wieder nichts hier. Warum denn? Wo ist mein Fischstabilität? Das ist ein Zug. Okay, da haben wir einfach vorausschauend wahrscheinlich das Ganze zweigleisig gebaut. Müssen wir aber nicht haben. Signale brauchen wir auch nicht. Okay, hier die Weiche noch weg, weil deswegen kappen wir das Ganze. Und dann sind das wieder zwei Weichen. Da haben wir aber immer noch nicht alle. So, habe ich vermutlich tatsächlich so gebaut, falls wir irgendwie doch noch mehr Fischchen brauchen. So, ja, Linie ist drauf, funktioniert. Habe ich immer eine Weiche übersehen? Nein. Okay, jetzt haben wir 12 von 10. Also, wir haben doch mit Sicherheit nochmal irgendwo ein Zugdepot. Die Weichen hier, die, ja, brauchen wir nicht zwingend, aber sie schaden halt in dem Sinne auch nicht. Hier haben wir nochmal eine Weiche. Wird da irgendwas gar nicht genutzt? Ach doch, das haben wir zweigleisig. Das ist aber auch keine Weiche. Hier ist die Weiche. Und die brauchen wir. Sonst kommen wir hier nur eingleisig zugange. Das möchte ich. Oh. Okay. Züge zischen mit Höchstgeschwindigkeit durch die Gegend und das Land erblüht wie die Kirschbäume im Frühjahr. Dann haben wir das ja geschafft. Sehe ich das richtig? Offensichtlich sehe ich das richtig. Ist ja interessant, weil hier steht eigentlich noch keine halbvollen Züge. Und das mit den Weichen haben wir auch noch nicht wirklich, aber offensichtlich hat das trotzdem gereicht, um es hier zu beenden. Wie das geht, ja. Keine Ahnung, wahrscheinlich muss man nur einen Teil der Aufgaben tatsächlich lösen. Oder ran nachkommen, ich weiß es nicht. Auf alle Fälle, das haben wir. Also wir kehren ins Hauptmenü zurück. Und dann widmen wir uns natürlich zwischen Gegenwart dem hier. Und Zukunft. Am Schwarzen Meer im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts.
Die Sozialistische Republik Rumänien soll sich unter der Führung von Nicolae Ceausescu zum Vorzeigestaat des Ostblocks entwickeln. Das hat nicht geklappt. Wer fleißig mithilft, die Errungenschaften der sozialistischen Revolution zu mehren, wird sich bald einen Posten im Politbüro des Zentralkomitees sichern. Ja, an Ceausescu kann ich mich natürlich noch erinnern. Das war relativ hart, weil da gab es einen Putsch in Rumänien. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wann das war. Und dann haben wirklich die Soldaten Ceausescu und seine Frau aus dem Büro rausgezogen, an die Wand gestellt und erschossen. Das weiß ich tatsächlich noch. Gut, dunkles Kapitel. Wir starten mit einem fröhlichen Spiel. Genie der Karpaten. So, jetzt bin ich gespannt, was das hier genau ist. Am Schwarzen Meer im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts. Okay, es wird geladen. So, ich freue mich drauf. Neue Herausforderung, immer schön natürlich. Aber dass jetzt die andere Mission tatsächlich fertig war, irgendwie, ich verstehe es doch nicht ganz, wenn da ein paar Sachen fehlen, aber eben, da muss man wahrscheinlich tatsächlich nur einen Teil der Aufgaben lösen. Und dann reicht das bereits. So, auf geht's! Es lebe der Kondukator. Das Genie der Karpaten. Der Titan der Titanen. Unser irdischer Gott. Ja. Es lebe seine Gattin, Frau Dr. Elena. So hieß die, okay? Die liebende Mutter der Nation. Ja, genau, dafür wurde sie gehalten. Oder sie dachte, sie sei das. Du gehörst zu den engsten Vertrauten des Präsidentenpaares. Und erfüllst ihm sämtliche Wünsche. Zum Wohle des Volkes. Natürlich, wofür sonst? Zum Wohle der Republik. Der Kondukator wird beim Aufstieg zu den wunderbaren Gipfeln des Kommunismus auf dem Weg zum goldenen Traum unseres Volkes mit entschlossenen Schritten voranschreiten. Des Vaterlands erster Diener wird das Land zur Blüte seiner industriellen Entwicklung geleiten. Der gezielte Ausbau der Schlüsselindustrien führt zur zunehmenden Prosperität der ganzen Population. Während Europas Westen unter der Erdölkrise leidet, werden Rumäniens Raffinerien nie stillstehen. Natürlich nur dank des diplomatischen Geschicks unseres geliebten Kondukators. Natürlich, liefere Rohöl zur Raffinerie. Das werden wir doch glatt mal angehen. Aha, einen Hafen haben wir schon. Rohöl haben wir da hinten. Haben wir sonst noch irgendwo Rohöl? Nein, hier haben wir auch eine Ölverwertung in dem Sinn, also wo wir das Öl dann im Prinzip hinbringen können. Ja, tatsächlich, hier haben wir Rohöl. Wir brauchen, glaube ich, zwei Fässer Rohöl für einmal Öl. Wäre naheliegend, dass wir dann beide sozusagen verwenden. 300 Millionen, das ist weniger, als wir auch schon hatten. Sollen wir hier tatsächlich beide nehmen? Dass wir von hier nach hier fahren und hier aufladen und dort sozusagen füllen. Würde ich mal angehen so. Und das ist definitiv etwas für einen Zug. Man könnte natürlich theoretisch jetzt auch mit der Eisenbahn hier runter das Ganze auf Schiffe verladen, aber das ist nicht wirklich clever, denke ich. Weil die Schiffe, die brauchen Ewigkeiten, bis sie da sind. Ich denke, der Hafen hier, der hat einen anderen Sinn. Nämlich wahrscheinlich, dass wir dann das Öl schlussendlich nach da hinten liefern. Das liegt ja auch so schön am Fluss. Hier einen Hafen hin, dann kann man das tatsächlich mit Schiffchen machen. Okay, schön. Cooler Start. Dann fangen wir gleich mal an mit einem Bahnhof. Gebäude. Gerne einen Kopfbahnhof. Wie gesagt, 300 Millionen haben wir. Wir haben das Jahr 1974. Da werden die Züge wahrscheinlich doch schon ein bisschen länger. Machen wir mal. Ja, 160 Meter. Okay, die machen wir hier hin. Docken dort an, wenn es geht. Doch, das dockt, glaube ich. Nochmal ein bisschen drehen. Das Auge spielt mit. Zack. Dann Kollege Nummer 2. Wo haben wir die andere Quelle? Jetzt ist sie weg. Hä? Ach ne, hier hinten. Ich habe die falsche. Ich dachte ich echt. Wir haben das Ganze so gemacht, dass man sich im Prinzip für eine Ölquelle entscheiden muss. Und die andere ist dann weg. Nee. Wir haben hier tatsächlich nochmal die Möglichkeit, eine Ölquelle hinzustellen. Die Reiche aus Gornicesti. Die stolzeste Tanne. Die Trophäe unseres nationalen Volkes. Unser geliebter Kondukator liebt die Jagd und jedes Tier verzehrt sich danach, von ihm persönlich erlegt zu werden. Ja, er war ein komischer Mensch. Okay, zustimmen. Sei darum besorgt, dass der erste Jäger des Landes ohne Umwege zu seinen favorisierten Jagdgründen gelangt.
und sieh zu, dass dort auch ein ansprechendes Zielobjekt vorhanden ist. Okay, verbinde die markierten Gebiete mit Straßen, pflanze Bäume und finde einen Bären. Aha, hier irgendwo da drin muss ein Bär sein. Okay, machen wir auch, aber zuerst machen wir die Eisenbahn. Allora, wir brauchen auch hier einen Bahnhof. Machen wir einen Durchgangsbahnhof mit ähnlicher Länge und setzen dich. Geht irgendwie nicht, weil dort schon wieder eine Straße gebaut wurde. Setzen dich mal hier hin. Okay, jetzt ihr ahnt es, genau, jetzt verbinden wir das Ganze. Und das, wenn es irgendwie geht, würde ich sagen, möglichst kostengünstig. Wie viele Sachen müssen wir hier liefern? Das ist eigentlich egal, also das muss sozusagen endlos sein. Okay, dann machen wir das endlos, wenn das so sein soll. Straight ahead hier lang. Straight ahead hier rauf. Ach, wie schön einfach das geht. Da oben ist die Ölquelle. Ja, und es ist relativ eben. Man sieht es, kein Tunnel, keine Brücke. Zumindest bis jetzt nicht. Hier gäbe es einen Tunnel, wenn ich so baue. Gibt es hier einen Tunnel, hier eine Brücke. Kostet 500.000. Machen wir anders. Vielleicht geht es ja ein bisschen günstiger. Ja, wenn wir es in kleinen Schritten bauen, dann müsste es eigentlich klappen. Genau, so. Ja, aber ob jetzt das viel günstiger war, darüber kann man natürlich streiten. Weil ich habe gerade gesehen, das hat doch auch Geld gekostet. Jetzt haben wir hier allen Ernstes einen Kopfbahnhof. Kann ich dich kurz konfigurieren? Bagger. Jawohl, sehr schön. Dann nicht ein Passagiergebäude, sondern ein Gütergebäude. Das hätten wir dann gerne hier. Und dann müsste das funktionieren. Dann kommen wir nämlich hinten wieder raus. Schon schön, dass man das so einfach machen kann, dass man wirklich aus dem Kopfbahnhof ja, ohne Probleme einen Durchgangsbahnhof machen kann. Da bin ich jetzt glücklich, weil ja, vor lauter Freude, hier haben wir dann einen Kopfbahnhof hinstellen zu können, war es natürlich schlicht und einfach falsch. So, das haben wir. Wir brauchen die Linie, wir brauchen ein Depot. Ist das der Bahnhof? Jawohl. Da muss man dann doch noch gucken. Das Symbol vom Hafen ist auch gleich. Jetzt habe ich das ein bisschen auf die Schnelle gemacht. Aber man hat ja gesehen, das hat geklappt. Also, das wäre dann Rohöl. Treibstoff. Das ist eigentlich das Einzige, was wir im Moment machen. Okay, da haben wir noch den Kreis, genau. Wir brauchen ein Depot. Stellen das irgendwie so hier hin. Ist zu teuer. Hier wäre es, glaube ich, günstiger. Machen wir es mal so. 30.000 ist in Ordnung. Haben wir ein langsames Gleis. Und ich komme nicht rein. Doch, das wäre jetzt wieder der Hammer gewesen. Der Heiße mit seinen Depots, die cool aussehen, aber wo man halt leider nicht wirklich in die Gleise reinkommt, so wie es geplant war. Hätte mir jetzt gar noch gefehlt. Fahrzeuge kaufen. Was haben wir denn hier zur Auswahl? Dampf wäre hier. Da haben wir tatsächlich einen Elektrolok für 20 Millionen. Und wir haben an Diesel wieder diese, die wir in Japan hatten. Ja, alles sehr schöne Lokomotiven. Die hier mit ihren Goldverzierungen. Wow, 3 Millionen. Das müsste eigentlich reichen. 110 km/h. Wie schnell ist die elektrische? 160. Wie schnell sind die Wagen? Wir müssen es eigentlich davon abhängig machen, 120. Also das sind die Wagen, die wir brauchen, ist ganz klar. Also brauchen wir 120 km/h. Oder könnten wir nutzen. Ja. Ja, die ist zu schnell. Kollege Diesel macht 100, ist zu langsam. Das heißt, wir nehmen eine Dampflok. Ich würde auf die hier gehen. Ja. Okay, hinzufügen. Cargo. Zack, 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 zack. Machen wir hier mal ordentlich ein bisschen was hin. Gerne nochmal. Ist immer noch gut, von wegen der Auslastung. Machen wir wieder zurück. Passt. 17 Millionen. 126 Kapazität. Kaufen, Dankeschön. Und auf die Linie setzen. Wir haben natürlich wieder mit Strom gebaut. Und das sieht nicht wirklich schön aus, gebe ich zu. Also bei Schönbau würde das hier durchfallen. Das ist ganz klar. Das ist zu steil ins Gleis rein. Aber ich muss jetzt sagen, wenn man es bauen kann, dann, ja, Es soll nicht ein Vorwurf an Urban Games sein, überhaupt nicht. Aber wenn man etwas bauen kann, dann soll es auch vernünftig aussehen. Sonst müsste das Spiel sagen, das ist nicht möglich. Wisst ihr, wie ich meine? Aber ja, kann man ja jetzt einfach mal so lassen. Hallo Zug, jetzt hätten wir dich fast übersehen. Wow. Ja, ordentlich, ordentlich. Sehr schönes Teil. Gut, ich hoffe, ich habe die Weiche. Das werden wir uns gleich sehen. Die Weiche ist vielleicht tatsächlich zu nah dran. Das ist der Zug. Ja, doch, der passt rein. Zum Glück haben wir einen relativ langen Bahnhof erwischt. Sehr schön. Und weil wir jetzt nicht allzu viel zu tun haben, beziehungsweise doch, wir haben natürlich was zu tun. Wenn man es genau nimmt. Hängst du hier dran?
Nee, das Ding hängt nicht hier dran. Oh lala, okay. Nochmal kurz eine Straße schnappen. Zack, jetzt. Passt, das muss ich nochmal kontrollieren. Der hängt auch nicht dran. Arg, okay. Nimm. Ich weiß, das sind Stadtstraßen. Das sind eigentlich die falschen. Es geht aber wirklich nur darum, dass wir hier dran hängen. Ja, jetzt. Und hier hinten, wie sieht's hier aus? Da muss man tatsächlich besser drauf achten. Jawohl, das funktioniert auch. Jetzt frage ich mich, ob wir unseren Zug vielleicht sogar noch mal kurz drehen sollen. Jawohl, das machen wir, weil sonst fährt der leer. Das tut nicht Not. Fahr noch einmal da rein. Dankeschön. Okay. Wir fahren mal ein, zwei Meter mit. Einfach damit wir wirklich auch die Lokomotive mal noch sehen. Die ganze Strecke lassen wir, weil wir haben noch was anderes zu tun. Ja, das ist aber schon ein stattliches Teil. So, hier sieht man halt wieder nichts oder nicht viel. Da müsste man so gucken, da sieht man ein bisschen mehr. Cool, ich liebe Dampflokomotiven. Die sind aber wirklich so cool, die Teile. Aber ich liebe auch elektrische Lokomotiven. Ich werde oft wieder oft gefragt, welches ist deine Lieblingslok? Das kann ich so nicht sagen. Ich mag eigentlich alle. Ich mag halt tatsächlich die Krokodile. Ich mag aber auch wirklich so eine richtig schwere, schöne Dampflokomotive. Hat natürlich auch seinen Charme. Okay. Wie viel nimmst du mit? Ja, belädt doch schon ordentlich. Sehr gut. Dann würde ich sagen, wir gehen mal auf die Bärenjagd. Forstwege bauen. Markierten Gebiet. Sollen wir hier überall Wege bauen? Und zieh zu, dass... sei darum besorgt, dass der Zirkel des Landes... Ohne Umwege zu seinen favorisierten Jagdgründen gelangt. Und zieh zu, dass dort auch ein ansprechendes Zielobjekt vorhanden ist. Verbinde die markierten Gebiete mit Straßen. Okay, machen wir. Überland natürlich, das wäre irgendwie sowas in der Richtung. Oder die hier, die gehen ja nur jagen, da reichen 60 km eigentlich auch. Ich weiß jetzt nicht, müssen wir tatsächlich nur das hier verbinden? Wäre es nicht auch noch sinnig, das mit einer Stadt zu verbinden? Ja, das kann man gerade machen. Zack. Schönes Dreieck, warum nicht? Okay, haben wir. Ich verbinde das tatsächlich hier noch mit der Stadt, einfach weil es für meinen Begriff irgendwie mehr Sinn macht. Gut. Pflanze Bäume und finde einen Bären. Also, die Bäume haben wir hier. Assets. Wie viele Bäume, welche Bäume, ist egal, nehme ich an. So, pflanzen wir mal eine ganze Ladung hier. Moment, das darf gerne noch ein bisschen mehr sein. So, einmal Bäumchen. Aha, Forstwege bauen haben wir. Wir hätten auch hier gerne... Ist das ein Bär? Da ist doch ein Bär. Zack, Bär gefunden. Aha, okay. Bäume pflanzen 100 von 160. Ja, hier sind ja überall Bären. Also wenn man dann hier... wie soll man hier keinen Bären finden? Guckt euch das mal an. Da ist auch noch einer. Das ist ja voll mit Bären hier. Gut, aber wir brauchen tatsächlich nochmal weitere Bäumchen. Stand ja dort 160. Jetzt haben wir 4 Stück, fehlen noch. Sauber. Die Bärenjagd kann beginnen. Unser verehrter Kondukator wird heute gewiss das stolzeste Exemplar im ganzen Land erlegen. Der arme Bär. Hau ab, Kollege. Die möchten dir ans Leder oder an den Pelz. Gut. Weit mein Teil. Haben wir. Bestens. Dann müssen wir jetzt uns halt gedulden, bis das hier funktioniert. 32 Fässer haben wir dort noch. Der ist nicht ganz voll, der sollte dann aber relativ schnell voll sein. Ja, allzu schnell ist er nicht. Da müsste man sich vielleicht doch überlegen. Ja, vielleicht doch auf die Elektrolok oder auf den Diesel umzustellen. Damit das hier ein bisschen schneller vorangeht. Wobei eben, hier steht eigentlich nicht, wie viel wir liefern müssen. Sondern hier steht nur das, was wir liefern sollen. Kann natürlich sein, dass sobald der Zug ankommt, dass wir dann diese Aufgabe auch haben. Dann steigen wir aber natürlich nochmal ein. Und genießen noch ein bisschen die Fahrt. Da gerne irgendwie von hier, so hinter dem Tender oder so. Das hat doch eine gewisse Qualität. Da zieht auch der Rauch über die Rübe. Da haben wir Glück gehabt. So, wenn wir uns drehen. Jawohl, auch sehr nett. Die ganzen Kesselwagen hier. Gefällt mir extrem gut. Also diese Kamera, ich liebe sie. Wie konnte ich nur so lange Transportfieber 1 spielen? Und ja gut, nee, ich habe natürlich bei Transportfieber 1 schon die ganze Zeit gesagt, man müsste noch eine andere Kamera haben. Ich wollte gerade sagen, wie konnte ich das so lange spielen, ohne das zu vermissen. Aber ich habe es eben tatsächlich vermisst. 120 km, das heißt, wir haben volle Pulle, das ist okay. Die Gleise sind, glaube ich, die schnellen. Also da können wir noch mehr machen. Aber uns limitieren halt die Wagen. Diese Kesselwagen, die lassen nur 120 km zu.
Dann brauchen wir keine schnellere Lok und keine schnelleren Gleise. Das macht keinen Sinn. Da wird das Ganze eben durch die Kesselwagen dann ausgebremst. So, Kurve, das heißt wir gucken. Ist jetzt nicht gerade ein Schlängel, aber trotzdem natürlich nett. Oh, noch ein Bär. Wir haben hier aber tatsächlich relativ viele Bären, so wie es aussieht. Ich glaube, der hat sich gerade auf dem Gleis schlafen gelegt. So, Kollege Bahnhof. Oh, diese Kamera, man kann tatsächlich so wie so ein Drohnenflug kann man hier rumdüsen. Und? Jawohl. Der Tribun der Würde will alles stets im Überfluss vorhanden wissen. Versorge die Hauptstadt mit den notwendigen Gütern. Okay, beliefere Bukarest mit 50 Öl und die Plastikfabrik mit 50 Öl. Plastikfabrik haben wir hier hinten. Können wir denn mit Schiffchen? Wir können. Dann machen wir das doch mit Schiffchen, würde ich sagen. Weil hier haben wir einen Hafen, das ist eigentlich fast schon, wie soll ich sagen, eine Einladung, dass man das mit Schiff macht oder mit dem Schiff macht. So, reicht das, dass wir das Teil da noch sozusagen dran haben? Ich hoffe es mal. Ich baue dich mal hier hin. 250.000 ist jetzt auch nicht gerade schlecht. Relativ teuer, der Spaß, muss ich sagen. Wir machen hier irgendwie so eine Straße. Und da rein. Und dann, jawohl, haben wir das Teil. Bestens. Wir brauchen eine neue Linie. Zack, von hier nach da. Und das ist dann sozusagen Schifföl. Machen wir Schifföl tatsächlich draus. Dann wissen wir, was es ist. Also mit dem Schiff halt Öl. Wir brauchen eine Werft. Zack. Warum nicht hier auf der Gegenseite? Einmal drehen. Nochmal drehen. Okay. Und dann irgendwas, was halt tatsächlich Öl transportieren kann. Muss das so ein Monster sein? Ich glaube nicht. Eine Kapazität von... Wo haben wir es denn? Kapazität hier oben. 240. Nee, das müssen wir tatsächlich nicht haben. Wer transportiert hier sonst noch Öl? Machen wir hier mal auf klein. Nein. Die hier. Kapazität 200. Ich würde sagen, wir gönnen uns zwei solche. Okay, kaufen. Linie zuweisen. Schifföl. Moment, wir müssen noch erwischen und markieren. Jetzt. So, da kommen sie schon raus, die schönen Teile. Die habe ich, glaube ich, so noch gar nicht groß betrachtet hier, diese Frachtschiffe, weil wir die in den normalen Videos gar nie hatten. Bis jetzt noch nicht, weil die müssen ja, wenn man halt wirtschaftlich spielt, tatsächlich auch irgendwie einen gewissen Sinn ergeben. Hallo? Aha, da kommt der hintere zuerst raus. Ich dachte gerade, warum kommt er denn nicht? Was hindert dich daran, hier rauszufahren? Aber es funktioniert. Da kommt er daher. Ja, cooles Teil. Natürlich auch gleich mal rein hier in die gute Stube. Mal rüberdüsen. Wir gehen mal kurz hier zum Kapitän. Und schauen mal, was das hier für eine Sicht ist. Ja. So, so sieht man das. Ja, ist ein erhabenes Gefühl soweit. Man hat natürlich eine gewisse Höhe. Und hier das Steuerrad, sehr nett. Da kommt gerade der Kollege noch raus. Sehr gut. Sehr nett. Gefällt mir. Mal nochmal die Position von hier vorne kurz. Das dauert, bis man hier mit der Kamera tatsächlich beim Bug ist. Noch mal ein bisschen rüber. So, und noch mal ein bisschen nach vorne. Und jetzt wieder runter. Okay, sieht auch nett aus. Und so sieht es aus, wenn man Richtung Hafen fährt. Natürlich einfach auch nett. Weil einfach das ganze Spiel nett aussieht. Wobei, das ist schon kein nett mehr. Das ist einfach nur großartig. Ich sag's gerne nochmal. Cool, der legt jetzt hier an. Und wir legen hier ab sozusagen. Wir machen ein Päuschen. Hoffe, hat euch ein bisschen gefallen. Dann sehen wir uns hoffentlich morgen wieder. Dann geht's weiter. Dann müssen wir tatsächlich noch ein bisschen Öl in das andere Städtchen bringen. Das hieß, wie gleich nochmal? Stadt, nein. Bukarest, genau. Okay, danke fürs Zusehen. Bis hoffentlich moin. Tschüss.